Once I've managed to take a hill, I can set up sea dunes here. Passend zum mittelalterlichen Szenario betont Age of Kings Belagerungen. Dazu gehört nicht nur das Einreißen von Stadtmauern mit stationären Katapulten oder Rammen, sondern auch die Eroberungen der Trutzburgen selbst. Zuerst reißen wir mit Rammen, frühen Kanonen und einem mächtigen stationären Katapult die äußeren Verteidigungslinien ein. Trebuchet is a very powerful siege tool that's used to fire long distances into enemy camps where it can't be attacked. Sobald Breschen in die Stadtmauer geschlagen sind, wählen wir unsere Reiter und Infanteristen aus, die durch die Lücken in die Stadt strömen. Zum Schluss muss noch die eigentliche Trutzburg erobert werden. Die verteidigt sich mit Pfeilschüssen automatisch und zwar umso besser, je mehr Verteidiger in ihr sind. Jetzt stecken wir noch mal ein paar Verteidiger zusätzlich rein und Sie sehen schon, in diesem wilden Pfeilhagel gehen die Angreifer unter.